Seid willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Final Fantasy 16 Video. Wie wir festgestellt haben, haben wir das letzte Mal einen Prolog geschafft. Einfach mal 2 Stunden oder so. Zufallsbegegnung. Zurück im Jahr 873 hat Clive sich aus der Welt seiner Erinnerung gelöst. Von ihm das Chaos, das Aufeinandertreffen von Shiva und Titan ausgelöst hat. Tiamat erinnert ihn an ihre Mission, daran, dass Träger wie ihr Schicksal nicht entkommen können. Verfolgen sie die fliehenden Soldaten. Dann machen wir das mal. Hey, Baphomet, was geht? Was geht, Baphomet? So muss ich ja eigentlich Esper. Ah ja. So, mal sehen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. BB, was ist ein WB? Die Pfade sind alle zerstört. Hier rauszufinden wird die Hölle. Wenigstens gilt das gleiche für deren Armee und ihren Dominus. Ob ihr das feiert, wenn die Facecam zum Großteil aus ist? Das ist. Du hörst ja übelst das Eis knacken, das ist ja geil. Hab ich eigentlich drische Sounddienst drin? Ja. Bei den Flammen. Ja, vielleicht kommt das noch, dass man irgendwo eine Minimap auf der Karte angezeigt sieht. Oben rechts zum Beispiel wäre ein optimaler Platz. Da sind sie. Baphomet, wie findest du Final Fantasy 16 bis jetzt? Tja, Titan scheint die Eisernen ganz schön zugerichtet zu haben. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein. Warte. Ingvard, bitte! Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Das ist sie. Der Dominus. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Bringen wir es hinter uns. Schwingskat! Adioninir Sagarin! Drach! Nizia! Alter. Was hat das Mädchen nur entschieden? Jada! Was? Die Eile! What Alvation now King Alan Scully asked. Ist das nicht auch meine? Lass das mein Ende sein. Das sind meine Prosinski hier.
Erwisch! Lust auf etwas heißen, Blut? Immer! Weimar, kümmer du dich um das Ziel. Verstanden? Was Dominus betrifft. Wird die Herrschung von außen nur Gegenständen. Als sie kämpften, rannten Klirrentränen aus ihren Augen und die blutgedrängten Schlachtfeld zerschellten, bricht Dominus. Glaube nicht. Los! Worauf wartest du noch? Oh oh. Nein, nein, das. Nicht du. Nicht hier. No. Dann mach ich das halt! Ja. Alter. Scheiße. Krass. Sie wollen den Dominus wyvern. Was zur Hölle tust du da? Lord Ohinda Venra! Beweg deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Verzeiht, Chef. Was ist los mit dir, Wyvern? Der Dominus. Ich kenne sie. Kennst sie? Wach auf, Soldat! Glaubst du, das interessiert hier jemanden? Reiß dich zusammen! Das war's!
Befolge mein Befehl, Wyvern. Schlag ihr den Kopf ab, ohne Widerrede. Ich kann nicht. Und werde nicht. Du willst das Kaiserreich verraten? Verrat? Eurem Kaiser hab ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrandmarkt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Okay. Du meinst, das tue ich nicht? Wenn diese Mission hier fehlschlägt, dann heulen unsere Köpfe! Also holst du jetzt ihren, oder ich hole mir deinen. Wie schon gesagt, ich werde hier nicht sterben. Und sie auch nicht. Wir werden sehen. Zu vergessen, wer dich von der Front geholt hat, wer dich trainiert hat, aber ihm nichts wie dir einen Namen gab. Du sprichst, als trügen wir nicht das gleiche Brandmal. Du bist ein Nicht, ein Niemand. Du wirst dich niemals besiegen. Ja, 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 Verräter. Tiamo, Santiago. Myrit wird zwar von Ausrüstung gegen Klumpen dieses Gesteins nur ärgern, an dem sich der doch Schmied vielmehr den Krieger mit preisverderbar aus. Meteorstein, genau wie Tröpfchen geschmolzenen Eis von oben eines Schmieds auf der Erde fallen, so fallen sie vom Himmel, wo die Götter in ihrer elysischen Werkstatt ihre Kriegsgeräte schmieden. Du sagst zumindest die Folge zur Herstellung von Ausrüstung. Ach, die ist nicht mal weg. Oh mein Gott, das ist auch ein Arm hier. Nee. Hier lang. Sid! Verdammter Wind. Los, komm mit. Yo, Bro. Brosinski, Werner-Typ bist du? Was? Mist. Ich wusste nicht, dass der Drohne spielt. Nee, ich ohne. Aber wirklich, Baphomet, das Spiel bis jetzt so episch krass inszeniert, so geil. Das Gefühl, als würde man einen Film spielen. Und, oh, Blutschub Lipstein. Ein stolzer Wüstenlöwe. Hättest wohl doch auf den Hasen Acht geben sollen. Ich hatte mir mehr von Titan erwartet. Dem Eissturm hast du getrotzt. Allerdings
musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich erobern willst. Milady, es donnert. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sid? Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Warum hatte ich mich jetzt die ganze Zeit gemutet? Nee. Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist? Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Baphomet, hast du mich gehört gerade? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Ah, das ist gut. Dachte, ich quatsche die ganze Zeit. Nee, da war ich so. Ich dachte, du wärst Nico eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Er kennt meinen Namen. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Das war geiler Zwiebel. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Das versteckt Todesland zentrales Gerüm. Die Keule hat dieses einst blühende Tal zu einem elenden Ort gemacht, an dem Flur der Lebensmüdewahnige niederlassen wird. Da fühle ich mich doch direkt angesprochen. Lebensmüde. Und wahnsinnig. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt.
Hereinspaziert. Oh, die Mucke schon wieder geil. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hatte gehofft, dass du sie dir mal anguckst. Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Neuer Eckstein. Eckstein. Also. Öffne eine Karte des Bereichs A, in der dich befindest, hier nur von der Hauptaufträge. Und auch hier mit Dings markiert. Sehr gut. Ah, genau sowas habe ich gesucht. Okay. Ich muss auch gar nicht vorstellen, dass es das nicht gibt hier. Ja, und ich glaube nicht. Hat mich so eine Legende anmachen oder irgendwie? Das wird so. Hast denn immer noch Hunger? Mal sehen, ob ich noch was für dich hab. Noch ein neuer. Halt dich besser an unsere Regeln, sonst siehst du die Zellen bald von innen. Hm. Er scheint ja wieder Neuzugänge zu kommen. Boden im Waschraum hält also wie. Trinken? Ja, der hält. Ich muss doch noch mehr. Bin ich blöde? Vielleicht verrückt. Ich glaube, wir gehen nach Potsdam. Zu Egon Olsen. Ein neues Schwert brauche ich auch. Ein neues Schwert brauche ich auch. Reise aus. Arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden.
Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Wie findest du die Final Fantasy Spiele? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Hab im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Oh nein! Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Götz! Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede.
Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledern hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Ey, der Typ ist ein fieser Schwank, ne? Die Schmiede ist da hinten. Folg einfach den Hammerschlägen. Die Schmiede ist da hinten. Folg einfach den Hammerschlägen. Und er hat eine Stimme wie... Oder, keine Ahnung, ist kognitiv eingeschränkt. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach wirklich? Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Geht schon herstellen bei. Mit Schmied kannst du also so verbessern. Naja, also. Herstellen, wenn du den Bauplan richtig im Material mitbringst. Wähle einen hervorgehoben. Alter, was auch immer das ist. Das Piepen macht mich wahnsinnig. Wähle einen hervor. Würde mehr Leder als Eisen bestehen, der mehr aus Leder als aus Eisen besteht. Sondern eine Verbesserung, die mit dem einfachen Strick ist findbar. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Hinweise. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint übrigens ein Hinweis. Neben neuer Ware in Jarrods Bütchen und neue Schmiedebaupläne im blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Auftritte, Brief und vieles mehr aufmerksam. Ich sollte wohl Götz danken. Ja? Willst du was schmieden? Götzi. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft. Und dann hieß der Typ, oh kleiner, so Götz, ne? Wie so übelster Bergarbeiter. Oh, der ist besoffen. Nee, doch nicht. Decken und nicht trödel. Ja, sicher, wie sieht's da drüber nach? Das ist mal wieder nicht so gut gelaufen.
Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Ja, geht's, ey. Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Beweg deinen Arsch. Oder reiß dich zusammen heute. Taya war die Frau bei Jill. Ist dein Tag. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Charon da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh, und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Oh, Nebenaufträge freigeschaltet. Die werden wir dann... wahrscheinlich in YouTube-Videos machen. Denke ich mal. Acht auf Charaktere mit grünen Ausrufe über den Kopf der Aufträge. Ist aller laufende Abnahme findest du im Journal im Hauptmenü. Aber nachdem du eine angenommen hast, findest du die damit verbundene Aufgabe in der Aufgabe. Liste recht auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Haupt sind. Was? Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu drei Nehmer können gleichzeitig angezeigt werden. Auftragspriorität, du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiter-Journal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden, solange der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder andere Aufträge. Der Priorität kann angehoben werden in den Unterkunft. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Menemothek, eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Valistia, das Orchestrion. Ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Beide befinden sich in den Schränken des Verstecks. Dem Kogomobel. Kogomobel sitzen auf der Karte vom Berg. Wird hier jeder aufgenommen? Sprich,
mit Scharen an ihrem Stand. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So, kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten! Läden. Mittel und Ausrüstung können in Läden ganz Valistea gekauft werden. Ihr Bestand fand sich im Verlauf der Geschichte Charles immer wieder rein. Oh, Breitschwarz. Wäre aber für uns tatsächlich ein Donald. Selbst in den Händen eines ungeschulten Mannes kann das Breitschwarz daran richten, weshalb es seit eh und je eine beliebte Waffe für Soldaten jeder Armee Valisteas ist. Die Klinge ist leicht aus günstigen Eisen schmieden lässt, ist natürlich ein weiterer Grund für seine Popularität. Populär. Der Preis, wo sehe ich denn dort? Oh, 400 habe ich bloß. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Ja. Ich bin Bürgergeldempfänger, es tut mir leid. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Sammle die Vorräte ein. Achso, ist ja drückt halt. Der Rettstein. Das verfügte. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu bauen. Und gegen verschiedene Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Ah ja. Die Halle des ewigen Eifers. Nee. Also muss ich das jetzt machen? Übung, die alles ist in den virtuell anpassbar Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fähigkeiten zu erproben, gegen verschiedenste Gegner zu üben. Drücke Touchpad, um das Menü zu öffnen, wo du verschiedene Einstellungen vornehmen kannst und die Übung kannst nach deinen Wünschen gestalten. Schon wieder auf dem Sprung? Aha.
Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Die schnellerweise nutzen werden können, um die sofort an bereits besucht oder zu begeben, neu oder werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü abgerufen werden. Begib dich in den Grenzwald. Ein neuer Eckstein, wie gibt die hier in den Grenzwald? Grenzwald. Der Grenzwald macht seinen Namen alle Ehre. Er dient als schützender Grenzstein zwischen den Kristallen, dem Kristallgürtel und dem Heiligen Kaiserreich. Seine Bewohner strecken alle zu leichtsinnig Reisende davon ab, sich in das Fenster zu so. Achso. Okay, cool. Ja. So. Dann blende ich mich mal wieder ein hier. Video geht auch schon wieder um 46 Minuten. Das wird für heute das erste und letzte Video auch schon mal sein. Das erste und letzte Video. Für heute das letzte Video. Also, Stream werde ich jetzt auch beenden. Weil müde heute und wir sind schon nur fast 4 Stunden live. Jetzt Diablo Streams waren immer so 5, 6, 7 Stunden, 12, 13. Aber schaltet jetzt mal wieder ein, genießt die Story mit mir gemeinsam, lasst uns in die Kommentare diskutieren, wenn ihr möchtet, was ihr denkt, was als nächstes passieren wird. Könnt das euch ja wie so eine Soap angucken im Fernsehen, nur halt ohne Werbung. Und ja, wird sonst sehen beim nächsten Mal wieder. Wieder. Danke allen fürs Einschalten. Denkt immer dran. Anal! Bis zum nächsten Mal. Peace, euer Amex.